Ja, dann werden wir die Taschen ein bisschen leeren. Dann werden wir mal das ganze Holz da drüben wegholen. Weil wenn er uns das schon so schön gefällt hat. Trophäe müssen wir natürlich auch noch aufhängen. Gehen wir gleich erstmal aufhängen. Das nächste, was wir erstmal machen. Haha. Die Trophäe. Federn kann ich noch hier lassen. Ein paar Federn lassen. Hahaha. Tierchen. Jo. Probieren wir uns hier nochmal. Dann gehen wir es einfach reparieren. Wieder so, also, der Wald bewegt sich. Ah ne, jetzt kommt ja nicht der Wald bewegt, jetzt kommt ja durch Skelettüberraschung. Haha. Da freue ich mich ja genauso drauf. Aber. Den packen wir da hin. Hängen wir jetzt mal hin. Und packen. Dann hängen wir mal eben die Aufhänger auf. Ja, reicht. Ja, muss man sagen, es war jetzt nicht gerade oder schwierig. So, kann schon aufpassen, ne? War jetzt kein Spaziergang. Gebe ich zu. Ah, hängen wir jetzt die Trophäe auf. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber nun ja, da wäre es etwas einfacher wahrscheinlich gewesen, hätte ich nicht so viel mit Ausdauer zu kämpfen gehabt. Egal. Hätte die Taste vergessen. Ups. Ich nehme natürlich mit. Oder ist noch tatsächlich der letzte? Der Uralte. Wollen wir es nicht aktivieren? Wächter geopfert. Nee, freue ich mich echt drüber, dass es auch ganz gut geklappt hat. War doch relativ. Ja, das einzige Problem ist, jetzt geht's in den Sumpf. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wenn ich ein Gebiet hasse, ist es der Sumpf. Da bin ich lieber in der Ebene unterwegs. Auch wenn die wesentlich schwieriger ist oder so, aber die ist hell und freundlich. Aber ich habe auch eigentlich gar keinen Bock auf die Nebellande, wenn die kommt. Oder die Mistlands. Wie heißen die Mistlande?
eigentlich könnten wir auch mal Wildschwein zähmen oder sowas, ne? Könnten wir ja auch mal machen. Pärchen Wildschweine. Kann es Gehege bauen? Dann Pfanne reinpacken. Auch mal eine Möglichkeit. Damit wir immer genug zu futtern haben. Genug Felle und Leder, nicht Felle. Ja, und da würde ich mal gucken, weil da taucht ja ein Troll auf, was ihn erlegt hat. Ist der da inzwischen gekommen ist, weil so ein bisschen Trollleder auch ganz gerne, um meine Rüstung wieder ein bisschen aufzuwerten. Hätte ich jetzt also kein Problem mit. Also ein paar Hooligans rumlaufen. Oh, ja. Moin. Da waren nur ein paar. Arren, wohlgemerkt. Ach, Bluff. Drin war leer. Das Ding kann ich ja stehen lassen. Ist da billig gebaut. Meine Hütte. Per Station. War ja tatsächlich nur, ich wusste, wenn man einen Bogen zwischendurch reparieren muss. Alter Schwede, hat der hier geholzt. Geht ja kein Baum mehr auf in der Nähe. Wie gesagt, hier liegt ja noch ein Troll rum. Wäre natürlich cool gewesen, wenn er den zerlegt hätte und ihn jetzt hier einsammeln könnte. Bitte das Tor vielleicht mal hier herholen, ne? Nee, da ist er. Aha. Von wegen. Voll? Kein Bock auf mich oder was? Hä? Wieso haut der ab? Hallo? Hallo? Oi? Warum? Was ist das? Da hält mich hier gerade mit dem Troll. Alles klar. Komm auf meine Lichtung. So eine gute Idee, wa?
Oh, halt im Nahkampf. Heilfresse. So. Ein bisschen. Ach komm. Okay, ich glaube jetzt haben wir genug. Aber ja, ich habe hier eine Kiste, ne? Hier ist reinpacken. Obwohl, brauchst du ja nicht. Brauchst du bei mir drüben. Ne, dann gehen wir uns rüber. Überlegen euch. Wie muss denn mit dem Schiff weiterfahren? Wollte ich mir vielleicht noch für 5 oder sowas mitnehmen? Also ein Tor gleich mitnehmen? Schiff gleich mitnehmen? Also gleich, auf jeden Fall erstmal beim Tor eine Kiste hinbauen. Jedenfalls erstmal. Wenn ich das noch nicht gemacht habe. Ahnung, ob das Vergangenheits-Ich das schon gemacht hat. Weil dann würde ich mir nämlich die Sachen schon mal reinlegen. Und hin und her. Baue mir hier vorne mein Schiff auf. Begrüßungskomitee haben wir auch schon hier. Vergangenheit, ich hätte noch keine Kiste hingebaut. Feuer ich denn gleich? War ich für Portal? Oder? Brauchen wir auch gleich erstmal ein Portal hier hin? Im Vielleicht baue ich dann hier auch irgendwann, oder fange ich schon mal an, das zu bauen. Das ist natürlich auch mal, oder zumindest schon mal. Grenze. Schon. Wo sitzt denn? Blöd, Mann. Hey, egal. Laufen wir irgendwie. Okay, dann sieht das tatsächlich nur so aus. So. Das hier vielleicht noch ein Lager, vielleicht noch eine Etage drauf für ein Torhaus.
Möglichkeit. Hm? Was brauche ich denn für ein Tor? An sie. Also. Sumpfen wir dann drin. Hier nur eins hinbauen. Eins, also ein paar haben wir noch. Dann müssen wir uns vielleicht mal über ein Portalhaus Gedanken machen. So, was machen denn eigentlich Karottensamen? Die sind. Ich denke mal, wenn ich ein Nächtlein geschlafen habe, für die nächsten Karotten. Hm? Oh, das ist denn hier lang. Hier eine Regalreihe machen, links, dann mit der eine. Die würden dann wegkommen. Ja, das Fenster muss ich dann noch versetzen. Erst nur einen da machen, muss ich mal schauen. Schon. Und die Karottenzahn. Da sind ja nochmal jeweils mal 6 Stück, die Stück. Und dann schon mal echt was mitmachen. Ganze Menge brauchen. Das wäre ich auch noch. Nochmal ablegen. Ja. Ein Sumpf. Finden wir ja auch den Händler. Haldor, ich sage nur. Wie hieß er denn? Haldor. Ja. Sehr schön. Echt nicht. Stimmt.
getrennt, die dürfen nicht zusammen sein, die dürfen. Verdacht sein oder so. Oh, ein. Hier, Pienzen. Ja, sehr schön. Ruhig wieder. Ja. Ja, so. Ja. Kann es ja bald losgehen. Sumpffahrt. Dann. Einwerfen können. Sollte mir vielleicht noch mal eine Bronzestacke machen, weil es sollte ich tatsächlich in den Sumpf kommen, auf einen Eisenvorrat treffen. Wie eine Bronzespitzhacke. Normal kann ich keinen Eisen bauen. Was kostet mich denn hier? 10 Bronze, ein Kernholz. Holz. Oh, so sehr schön. Die mit dem Meer. Haltbarkeit hat sie 120, geht dann auf 170. Das ist natürlich eine ganze Ecke besser. Aufrüsten, das sollte reichen. Auch upgraden. Upgraden. Mit. Ich gerne mal um, ob wir da vielleicht schon mal irgendwie Sumpf haben. Immer an.